Willkommen bei IDEA, dem digitalen Erinnerungsarchiv für Migrantinnengeschichten. In diesem Tutorial zeigen wir dir, wie du das Mikrofon richtig anbringst und dafür sorgst, dass eine reibungslose Aufnahme stattfinden kann. Also ich freue mich, dass ich heute bei dir sein darf. Achte zunächst darauf, dass du einen ruhigen und der Zeit sogar vertrauten Ort auswählst, um das Interview aufzunehmen. Am besten befindet ihr euch in einem geschlossenen Raum, damit die Geräuschkulisse so leise wie möglich ist. Achte darauf, dass es keine Nebengeräusche gibt und Fenster sowie Türen geschlossen sind. Am besten schaltet ihr eure Smartphones in den Flugmodus, sodass es keine Störgeräusche gibt und euch während der Aufnahme niemand unterbrechen kann. Steckt jetzt noch das Mikrofon an? Das Mikrofon kannst du ganz leicht mit der beigefügten Klemme an der Kleidung der Zeitzeugin anstecken. Ist die Klemme noch nicht angebracht, bringe sie unterhalb des Mikrofonkopfes an. Nun positionierst du das Mikrofon so, dass der Mikrofonkopf in Sprechrichtung zeigt. Achte dabei darauf, dass die Kleidung nicht am Mikrofon reibt. Vor allem synthetische Stoffe und Seide sind schlecht für den Ton. Auch Schmuck wie Ketten oder Armreifen können dem Ton schaden. Mache die Zeitzeugin am besten vor eurem Gespräch darauf aufmerksam. Um nun eine Aufnahme starten zu können, musst du zunächst das Ansteckmikrofon mit deinem Smartphone verbinden. Dazu steckst du das Kabel in den Kopfhöreranschluss deines Smartphones. Wir machen jetzt eine kurze Testaufnahme. Um den Ton zu überprüfen, mache vor dem eigentlichen Interview eine Testaufnahme. Deine Fragen wird man nur leise hören, da du kein Mikrofon besitzt. Das macht aber nichts. Achte nur darauf, die Fragen laut und deutlich zu stellen. Um nun die Testaufnahme anhören zu können, stecke das Kabel des Ansteckmikrofons aus dem Smartphone und drehe die Lautstärke hoch. Und ich freue mich, hier bei IDEA dabei sein zu können und hier eben meinen Teil dazu beizutragen. Hört sich gut an, oder? Klingt alles gut? Dann stecke das Kabel wieder ein und es kann losgehen. Weise die Zeitzeugin vor der Aufnahme darauf hin, dass das Mikrofon sehr sensibel ist und sie deshalb am besten kein Papier mit Aufzeichnungen in der Hand halten soll. Viele Handbewegungen über das Mikrofon schaden dem Ton. Achte während der Aufnahme deshalb darauf, dass das Mikrofon immer gut sichtbar und nicht verdeckt ist. Und nun viel Erfolg bei der Aufnahme.